Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark. Ja, ist ja eine Weile her, dass hier die letzte Folge kam. Lag ja im Prinzip daran, dass Episode 1 und 2 schon fertig waren, Episode 3 noch nicht. Ist ja vor einiger Zeit erst rausgekommen. Ich habe ja immer gesagt, wenn es weitergeht, wir spielen das. Und es ist jetzt soweit, wir spielen das jetzt. Jetzt auch gleich weiter zu Episode 3. Ich bin mal gespannt, was uns hier jetzt erwarten wird in Episode. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Hier kommt nochmal ein Zusammenschnitt. Someone there is very sick. Great Bear. There's nothing there anymore. Für uns alle. I know. Die nicht mehr genau wissen, wie es, was genau passiert ist. Also sind die abgestürzt mit dem Flugzeug. Und dann war Astrid weg. Sind wir auf diese alte getroffen, genau. Dieser komischen Stadt. That's it. Und haben uns da irgendwie raus gekämpft. It was like sparks everywhere and then fire. She fought like hell to try and get him out. We tried to stop her, but she ended up on the bus. And somehow she was small enough to crawl through the crushed part. Did you see the lights in the night sky? The aurora. Well. Ich weiß ja auch nicht genau, was passiert ist. Genau, als nächstes sind wir dann ja bei diesem Einöhi, dem Einsiedler, gelandet und haben ihn im Kampf gegen die komischen Geisterbären oder was auch immer das war. Der Moby Dick, der Bären ist mit dir. Irgendwie hat es ja hier einen Stromausfall gegeben. Hier ist es, also Strom funktioniert nicht mehr. What's in the case? Und wir suchen im Prinzip Astrid, die mit uns abgestürzt ist. Don't worry, Pilot. Und hier haben wir mit diesem Schlag aufgehört. Ich bin gespannt, ich freue mich auch unheimlich auf diese dunkle Idylle. Mal gucken, ob wie weit wir kommen. Was uns jetzt erwartet. Wölfe freue ich mich gar nicht drauf. Überhaupt nicht. Hier wird jetzt unter Umständen auch Musik im Hintergrund sein, die ja leider immer deaktiviert ist so ein bisschen. Die warten auf mich. Vielleicht. So, das sieht jetzt immer ein bisschen so aus. Ah, da bin ich wieder. Ja, an die Wölfe erinnere ich mich nicht. Das waren eigentlich die schlimmsten Gegner in dem Spiel. Abgesehen von dem Riesenbären jetzt. Ich meine, Kälte und Hunger und so natürlich auch. So. Aber die Wölfe waren immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht so richtig zielen kann eigentlich ganz oft. Ja, da haben wir diesen komischen Typen da immer noch getroffen. Ich kann euch gar nicht sagen, warum da keine Musik. Also weil ja eben auch Musik, aber ist egal. Das sieht aber so aus, als wenn das nicht wir sind. Das könnte vielleicht Astrid sein. Ich glaube, die hieß Astrid, oder? Ich glaube, Astrid hieß sie. Ja. Meine Ex-Frau. Die ja beim Flugzeugabsturz plötzlich weg war. Und immer wenn dieses Nebelleuchten, dieses komische Himmelslicht auftaucht, dann plötzlich ist für kurzen Moment überall Strom. Ganz seltsames Phänomen. Das wir ja noch nicht endgültig klären konnten. Das sind auf alle Fälle schon mal nicht wir. Episode 3. Es beginnt. Das ist dieser alte zugeschüttete Tunnel. Irgendwie, würde ich sagen. Außer Episode 2. Oder auch nicht. Und das sieht auch nicht nach mir aus. Huh?
Ist das Astrid vielleicht? Also auf alle Fälle nicht mehr kennt sie. Hände verbunden. So, she left. Where am I? And she speaks. Tatsache, das sieht so aus, als wenn wir jetzt Astrid spielen, wenn sie denn Astrid heißt. Ich glaube, sie heißt Astrid. Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you. My house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No, no. I'll be okay. Suit yourself. Then let's talk. Ich glaube, so ganz fit bin ich dann aber noch nicht, ne? Das ist so über das Haus. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow, buried. You'd been out there for hours, maybe even days. Nearly dead. Oh. Well, thank you for finding me. Name's Molly. And don't thank me. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. The damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Hast du mich denn getragen, oder? You carried me here? Drag more like, but yeah. You were pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. Well, all I remember is the tunnel. Wolves. Oh, you feel. Oh. Being chased and then wandering. Forever. Like the world at no end. Yeah. In the woods. In the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. I was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. No. The old town. Milton. It's gone. Also ich finde, das wirkt schon, als wir noch ziemlich angeschlagen sind. It was fire and... Whoa, it's okay. You're all right now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. Strom. So, power's been out for a while? Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so we're usually prepared for it. Feels like you run this farm on generators for better part of the year. Problem is, now the generators won't start. Or the cars. Factor. TV's dead. Radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? Mm-hmm.
guess because of its pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it still works, but it does. Well, that's great. Can you call for help? Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you asked for it. Okay. Ja, ist ja eine nette Nachbarschaft, scheint mir. Is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here? Power's out. This is the warmest room in the house. Mhm, das glaube ich. This cook stove is probably keeping us alive. Mackenzie, das ist mein alter Ego. Mein anderes Ich. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I got separated from. Oh, wir wurden getrennt. Oh. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. We got separated. I couldn't see him. Him. So you left him out there. And then I ran into trouble. Wolves and worse. I'm sure he made it out fine. Yeah, how are you so sure? Ja, also kann man sich das auch schön reden, dass du mich hast da liegen lassen. Nothing can break that stubborn skull. Aber stimmt allerdings. Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find him. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Ja, üble Zeit, üble Gegend. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. Ja, das glaube ich allerdings auch. I will. And it's not safe out there, so just stay in the house. Okay. Right. Ah ja, sind schon üble Typen unterwegs, echt. Habe ich ja Mackenzie auch welche getroffen. Oder ein, vielmehr. Von der anderen habe ich ja gehört. Und der natürlich der letzte. Der uns zusammengeschlagen hat. Ich weiß gar nicht, was Mackenzie jetzt noch ist. Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Sieht er wahrscheinlich erst in Episode, vielleicht in Episode 4 erst raus. Oh, es geht weiter. Ah, you're awake. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This'll keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Okay. Like, what the hell are you really doing out here? That's a long story. Well, power's been out for, I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So okay. To be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. Okay. New doctor. Astrid. Yeah. Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash.
anything my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in a plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains, in the place where you ran into trouble. That's right. Ja, das stimmt ein bisschen. You coming here to Great Bear? Yeah. Not your best plan. Okay. So the people up north, in Perseverance Mills, why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas, yes. But you aren't going to tell me what they are. No, I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them? You aren't going to tell me what it is either, are you? Right. Ich kann aber auch stur sein. You are a lady with a lot of secrets. So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I appreciate everything you've done to help, but I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. When you're stronger. So, I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. So, is your husband around? Husband? It seems like more than one adult lives here. I assumed, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. Okay. I didn't mean to... You should just mind your own business. Oh. But you just got back. Das war eine wunde Stelle. I need space. Need to think. I'm sorry. Was ist jetzt mit Tee und Fleisch? Stay out of my shit. Oops. Looks like I'm not the only one with secrets. Trauma. This place. Am I really trapped in here? Nehmen wir den mit? Nehmen wir. Wer weiß, ich habe so den Eindruck, dass wir wahrscheinlich gar nicht so lange hier sein werden. Nachdem wir jetzt schon so beliebt sind. So, also es ist ein sehr idyllisches Spiel. Für diejenigen, die jetzt die letzten Teile nicht gesehen haben. Ich würde sagen, holt die am besten nach. Also ich finde es von der Atmosphäre finde ich wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig auch. Ist abgeschlossen. So, also oh, wir werden wieder... Dosen an Hundefutter essen. Und? Ist da noch was drin? Nee. Da kam ich nicht raus. Ja, wie sieht's denn hier aus eigentlich? Habe ich denn überhaupt noch Sachen? Verstauchter Knöchel. Bräuchte ich... Okay. Und Schmerzmittel. Habe ich irgendwas davon? Nee, so wie das aussieht, habe ich gar nichts. Müssen wir gucken, ob wir was finden. Beschädigtes Gewehr. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Kann ich das nicht nehmen? Doch, jetzt. Looks like maybe the barrel exploded. Ja, aber warum liegt das dann hier rum? Zum Reparieren? Kann man sowas reparieren? Okay. Oh, das sind auch fürchterliche Schmerzen. Oh, ich stelle mich vielleicht auch ein bisschen an. Ich weiß nicht. Ah, das... Okay.
Das sieht ein bisschen nach einem Büro aus, aber ich kann auch hier nichts durchsuchen, was mir jetzt irgendwie weiterhelfen würde. Oh, da ist ein großer Bär. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht der Bär. Sieht aus wie ein Babybär, oder? Den wir in der letzten Episode erlegt haben. Kanonen. Da ruhen aber scheinbar mehr. Eine vierköpfige Familie, würde ich fast sagen. Mollys Foto. Ja. Ja, das stimmt. Mit irgendeinem Typen. Okay. Na, schauen wir mal weiter. Na, was sollen wir auch anderes tun? Ja, da ist jetzt auch nichts weiter. Ich weiß nicht. Also die kann ja... Vielleicht ist die auch total nett. Ich habe nur so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ne, wir gucken jetzt erstmal hier. Ah, da ist aber auch nichts zum Aufmachen. So, aber irgendwie stimmt ja was nicht, oder? Ich meine, vielleicht ist die noch komisch. Wer weiß, wann hier das... hier laufen auch echt... Wenn ich so mal an die letzte Geschichte denke, letzte Episode, was da für Typen rumlaufen jetzt hier, von denen wir ja auch geflohen sind, wenn die hier natürlich auch zum Teil da sind. Guck mal, da ist ein Doppelbett auf alle Fälle auch. Ich leide auch echt. Oh, oh, oh. Dass es auch immer gleich so fies anfangen muss. Und kalt ist es auch. Das kann man am Atem sehen. Es ist jetzt nicht gerade super warm. Ja, eben. Was uns nicht umbringt, ne? Macht es nur noch härter. Nee, aber hier ist auch nichts. So, heißes Bad wäre vielleicht mal eine Idee. Erster Blick immer ins Klo. Ist da noch Wasser drin? Ach, ich freue mich. Was ist denn hier? Also auch ziemlich viele Zimmer. Oh, der Fernseher ist wohl ein bisschen... Der ist wohl... Ich glaube, da hilft auch kein Strom mehr bei dem Fernseher. Oh, ein Rucksack. Kann ich da irgendwie... gucken. Aber den kann ich leider nicht. Irgendwie nicht aufnehmen. Nee, zerlegen will ich den auch nicht. Telefon? Telefon. Als dass ich diesen Rucksack jetzt nicht da durchsuchen kann, das nervt mich ein bisschen. Wo ist denn das Telefon? Also von der Geräuschkulisse würde ich mal sagen, müsste das eigentlich hier sein. Aber hier ist es nicht. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich unten. Ich habe da jetzt aber nicht drauf geachtet, ob da irgendwo ein Telefon hängt, wenn ich ehrlich bin. Ja, wo würde ich denn so ein Telefon aufhängen? Da! Und jetzt? Hallo? What the hell took you so long? Hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who. What? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Don't bother people? Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay. Okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Mm-hmm. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else. Got it?
Na klar. Ich würde ja nie auf die Idee kommen hier irgendwie. Mir hier Sachen anzugucken, ne? Kann ich jetzt inzwischen? Nee, geht immer noch nicht. Okay, Blumenvase, Kellertür. Das ist Kellertür. Das sieht auch nach einer Blumenvase aus, aber die konnte ich eben noch gar nichts mitmachen. Geht das jetzt etwa? Okay. Da fällt mir doch glatt der Rucksack oben ein. Ob ich jetzt vielleicht den Rucksack... Es tut mir auch leid, dass ich dich so quälen muss, Astrid. Wo war der? Ah, nee, da werde ich nichts mit. Ja, ich denke schon, ich brauche noch... Also ich sag mal, ich weiß gar nicht, also so von den Klamotten her... Also super warm scheint das nicht zu sein. Und ich habe jetzt auch irgendwie... nicht, dass ich jetzt irgendwie doll was zu essen dabei hätte. Muss ja erst was finden, jagen. Wenn ich, ist ein bisschen existenziell auch jetzt. Okay, schließen wir mal auf. Dann gehen wir mal in den Keller. Oh, zweimal. Zweimal. Kiste. Was haben wir hier? Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, auch gut. Auch gut. Ist da noch was drin? Muss ja noch Munition. Oh, gut. Auch gut. Ja, das wird ja was. Wie soll ich da denn hinkommen? Ja, die hat ja auch Vorstellung. Oh, das sieht gut aus. Das war alles. Ein Verband und Schmerzmittel brauchte ich. Ich glaube, das machen wir jetzt auch als erstes. Verband. Und zwar für den rechten Fuß. Ja. Und Schmerzmittel. Auch für den rechten Fuß. Also gegen die Schmerzen. Alles klar. Jetzt bin ich total betäubt. Jetzt geht es mir wieder besser. Total. Wir werden jetzt gar nichts mehr. Gar nichts mehr merken. So. Oh, was ist das? Erdbeben? What? Oh? Mackenzie? Bin das ich? Ist das mein alter Ego? Holy shit. Ja, ich weiß nicht. Sieht ein bisschen blutverschmiert aus. Theoretisch? Ich will jetzt nichts sagen, also... Aber ich glaube, sie würde was sagen, wenn das wir wären. Aber das sind wir nicht. Ist das der Typ von dem Bild? Ich sag jetzt mal ihr Mann oder irgendwie so? Ich meine, der ist ja wie dieses Kühl gelagert hier. Aber trotzdem. Ja, die hat ja wohl Leiche im Keller, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh, eine Sturmlaterne. Ja, vielleicht können wir die... War die leer oder was war das Problem? Nee, da ist schon noch ein bisschen Öl drin. Dann nehmen wir das auf alle Fälle mit. Oh, das ist der Waffenschrank, oder? Gewehrmunition haben wir auch gleich drin, aber Gewehr haben wir nicht. Aber das Ungewehr, das ist kaputt, ne? Da fangen wir nichts damit an. Kiste, Kiste. Stuhl. Also alles, ja, wir brauchen alles. Wir können jetzt aktuell noch alles brauchen. Das nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir nicht mit, ist ja nix. Buch nehmen wir mit. Oh, Brause. Die gute Gipfelbrause. Ist da noch was drin? Nähzeug. Oh, super. Stoff.
klasse. Eigentlich eins mit der wichtigsten Utensilien überhaupt. Ist noch was drin? Nee. I'll take it. Oh, schön. Das wäre sonst wahrscheinlich auch ein bisschen kalt. Wo sehen wir das noch hier? Naja, es sieht so weit. Also ich habe ja schon. Hier würde mir noch ein bisschen was fehlen und ich brauche wahrscheinlich auch noch bessere Kleidung. Ich weiß auch gar nicht, wie die jetzt ist. 55%. Ich weiß nicht, ob ich die schon... 80, 54. Also ich muss es auf alle Fälle im Auge behalten. Aber ich brauche natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Stoff dafür. Haben wir denn noch irgendwie viel Stoff? Naja, gut, eins und Ding, ne? Ich weiß nicht, ist jetzt wahrscheinlich gerade auch nicht so die beste. Die besten Klamotten. Ich glaube, die Schuld ist, die ein bisschen gelitten haben. Das ist natürlich hier in dem Spiel echt wichtig. Tja, ich glaube, da besteht ein bisschen Gesprächsbedarf. So, da haben wir alles durchsucht. Wir haben alles durchsucht. Oben ist ja auch nichts mehr. Also müssen wir ja wahrscheinlich hier raus. Aber, liebe Freunde, draußen ist Sturm. Und ich finde, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ich finde das Spiel, ich freue mich auch. Ich finde das total atmosphärisch. So der Hunger, die Kälte. Die Wölfe sind am schlimmsten. Wir schauen uns das weiter an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.